Hier bin ich richtig. Die Dead End Road Nummer 666. Direkt beim Hewitt-Friedhof. Niemand zu sehen. Oh, ihr seid ja wieder da, liebe Gruselfreunde. Tja, auch ein Zombie-Taxifahrer hat es nicht leicht im Leben. Mancher Gast lässt mich so lange warten, bis die Maden schlüpfen. Was bleibt mir also, als die Zeit anderweitig zu nutzen? Wie wäre es? Habt ihr Lust, eine Geschichte zu hören? Also, da gab es einen Mann namens Elton Appleby. Elton strotzte vor Selbstüberschätzung und hängte nach außen immer den Macho raus. Mit dieser Masche glaubte er, eine Freundin zu finden. Es war sein größter Wunsch, und wer würde es ihm verdenken? Doch da gab es ein kleines Problem. Die Frauen beachteten ihn einfach nicht. Kein Wunder, denn man konnte ihn nicht gerade als attraktiven jungen Mann bezeichnen. Elton störte es nicht, denn er war davon überzeugt, irgendwann traf er die Richtige. Deshalb besuchte er jeden Abend Larrys Bar. Hey Elton, mal wieder auf Brautshow. So eine Menge Kandidatinnen unter den Gästen. Viel Glück. Schieb mir mal einen Martini rüber. Aber hallo. Da drüben sitzt ja ein heißes Mäuschen. So wie die mich mit ihren Blicken vernascht, glaube ich, die will mich. Geh rüber, Elton. Du hast recht. Die ist scharf auf dich. Das merkt man. Hallöchen, du süße Maus. Hey, ich bin der Elton. Darf ich dir einen ausgeben? Sag mal, du hässlicher Vogel, bist du nicht ganz dicht? Hier hast du deinen Drink. Spinnst du? Das sagt der Richtige. Und jetzt verzieh dich, du nervst. Ich sehe schon. Ich soll später wiederkommen. Hm? Da zieht ab, wie ein begossener Pudel. Hat für heute die Nase voll. Nicht die Nase, sondern die Hose. Du brauchst eine Schönheits-OP, Elton. Aber mit der Guillotine. Jeden Tag. Und immer trat er niedergeschlagen und erfolglos den Heimweg an. Eines Morgens entdeckte er in der Tageszeitung die Anzeige einer Partnervermittlung und beschloss, diese aufzusuchen. Mit einem schleimigen Grinsen empfing der Vermittler Elton. Mr. Appleby, treten Sie ein und setzen Sie sich. Danke. Bitte erzählen Sie, was für einen Typen Frau suchen Sie? Also, ich suche eine ganz normale Frau. Aha. Klar wünsche ich mir, dass sie hübsch ist, doch sie sollte mich akzeptieren, so wie ich bin. Ich bin ja nicht gerade eine Schönheit und ich habe deshalb auch keine hohen Erwartungen an meine zukünftige. Klar. Ich hoffe sehr, Sie können mir helfen. Es ist meine Berufung, Ihnen zu helfen, Mr. Appleby. Nur für die Summe von 200 mache ich Sie zu einem sehr glücklichen Mann. Versprochen. Kommen Sie in 2 Wochen noch mal rein und bestimmt kann ich Ihnen dann eine Frau vorstellen. Sie wissen ja nicht, wie sehr mich das freut. Oh doch, denn Ihr Glück liegt mir am Herzen. Bei meinem Geldbeutel. Thank you.
Tage vergingen, bis Elton wieder im Büro des Vermittlers saß. Dieser jedoch lief aufgebracht ständig zwischen Fenster und Schreibtisch hin und her. Also, ich konnte in den letzten 2 Wochen kaum schlafen. Haben Sie jemanden für mich gefunden? Mr. Appleby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das hört sich doch gut an. Meine Güte, Sie sind das reinste Gift für mein Geschäft. Ich verstehe nicht. Jeder Frau, der ich ihr Bild gezeigt habe, hat einen Schreikrampf bekommen. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Da hilft allerhöchst eine Schönheitsoperation, wenn überhaupt. Aber dafür habe ich kein Geld. Grundgütiger, vielleicht kann man dann noch etwas retten. Aber selbst das wird schwierig. Völlig fertig rannte Elton auf die Straße. Der Himmel weinte inzwischen die Tränen, die er nicht herausbrachte. Niedergeschlagen blickte er zornig und traurig nach oben und fluchte zu Gott. Warum? Warum nur? Was habe ich verbrochen, dass du mich so bestrafst? Ich verlange doch nicht viel. Nur leider weigerte sich Gott zu antworten. Elton beschloss, nach Hause zu gehen, um vor dem Fernseher seine Traurigkeit zu ertränken. Dafür nahm er Abkürzungen durch dreckige und finstere Gassen. Völlig neben sich bemerkte er nicht, dass er beobachtet wurde. 3 hungrige Straßenköter hatten es auf ihn abgesehen. Los, verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Heck! Hilfe! Hilfe! Heck! Hilfe! Hilfe! Bleib weg! Verschwindet! Hilfe! Doch die Hunde dachten nicht daran und jagten Elton durch Hinterhöfe und Gassen. Er rannte um sein Leben. Letztlich hatte er Glück und fand eine offene Tür. Es grenzte schon an ein Wunder, denn die alte Schule war seit vielen Jahren geschlossen. Geschafft. Verpisst euch, ihr Drecksköter! Hallo? Ist da jemand? Mit zitternden Knien schritt Elton tiefer in die Schule hinein. Doch schon als er in den nächsten Korridor blickte, sah er einen jungen Mann. Dieser stand lässig und cool gegen einen Getränkeautomaten gelehnt. Er war eine merkwürdige Erscheinung, so mit der schwarzen Lederjacke, der Sonnenbrille und Elvis-Frisur auf dem Kopf. Das schummrige Licht aus dem Fenster gegenüber ließ ihn seltsam und unscharf erscheinen, dachte Elton kurz und schaute dem Jungen wortlos zu, wie er einen Zahnstocher zwischen den Fingern jonglierte. Hey Mister, was treiben Sie in meiner Schule? Deine Schule? Ja, Mann, das ist meine Schule und hier hat niemand etwas zu suchen. Tut mir leid, aber die Hunde. Ich habe doch nur Schutz gesucht. Easy, Mann. Ich mache doch nur Spaß. Wie heißt du, Alter? Elton. Du bist also der Elton. Na schön, ich werde dir helfen. Komm mit, ich zeige dir einen anderen Ausgang, wo nicht deine Freunde warten. Danke.
Und dein anderes Problem, das bekommst du auch noch in den Griff. Glaub mir. Mein anderes Problem? Die Frauen. Mit denen komme ich gut zurecht. Sicher. Hier, nimm diese Visitenkarte. Die können dir helfen. Sie suchen den perfekten Lebenspartner? Wir garantieren Hilfe, selbst in aussichtslosen Fällen. Anruf genügt. Eine Partnervermittlung? Ich weiß nicht. Ich war bei sowas schon mal und es ging nicht gut für mich aus. Ruft einfach an. Ich denke darüber nach. Sag mir bitte, woher weißt du von mir? Es spricht sich halt viel rum. Dort, hinter der Tür, geht es wieder auf die Straße. Vielen Dank. Und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Billy. Mein Name ist Billy. Und Elton, ruf dort an. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Wie du meinst. Danke, Billy. Kein Problem, Alter. Und denk daran, alles wird gut werden. Elton wanderte die Straße entlang und dachte nach. Die Worte des Jungen ließen ihn nicht mehr los und er starrte unentwegt auf die Karte. Noch eine Partnervermittlung. Vielleicht ist es einen weiteren Anruf wert. Taxi! Fahren Sie mich in die Lovecraft Road 90? Sehr gerne. Bitte schnellen Sie sich an. Grausames Wetter ist das heute. Da will man keinen Hund vor die Tür setzen. Stimmt. Ungemütlich. Aber es gibt Schlimmeres. Da haben Sie wohl recht. Die Gegend hier ist ziemlich verlassen. Was haben Sie hier gemacht, wenn ich mal fragen darf? Hab der alten Schule einen Besuch abgestattet. Das ist eine längere Geschichte. Die alte Schule? Wie gruselig. Wieso? Naja, man sagt, es würde dort spuken. Wirklich? Davon habe ich gar nichts gemerkt. Wieso kommen denn die Leute darauf? In der Schule soll ein Junge rumspuken, der dort vor circa 20 Jahren gestorben ist. Ein Junge, sagen Sie? Kennen Sie zufällig seinen Namen? Der Junge war hier aus der Gegend. Wie hieß er doch gleich? Penny? Nein. Ach ja, Billy war sein Name. Billy? Haben Sie gesagt, Billy? Ja. Wieso? Ach, nicht so wichtig. Da wären wir. Macht 12,70. Hier, bitte. Stimmt so. Und danke fürs Gespräch. Gern geschehen. Ist doch mein Job. Oh Mann, meine lieben Freunde, das war vielleicht ein Schock für Elton.
In der folgenden Nacht träumte er immer wieder von seiner Begegnung mit Billy. Dessen Worte: Ruf dort an, alles wird gut. Konnte Elton einfach nicht vergessen. Gleich am nächsten Morgen rief Elton diese Partnervermittlung für aussichtslose Fälle an. Die Vermittlerin am anderen Ende der Leitung hörte sich Eltons Partnerwünsche genau an und sagte, dass sie sich in den nächsten Tagen melden werden. Es muss eine gute Nachricht sein. Ich hoffe es so sehr. Ja, bitte? Mr. Appleby, schön, Sie zu erreichen. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Bitte notieren Sie sich den Treffpunkt. Mary Shelleys Restaurant, heute Abend um 24 Uhr. Die Dame heißt Myrner. Habe ich notiert. Hervorragend. Und Mr. Appleby? Ja? Seien Sie pünktlich. Das werde ich sein. Danke. Juhu! Endlich! Oh, ich werde verrückt. Das ist ja der Wahnsinn! Ich habe ein Date! Unglaublich! Und das schon heute Abend, Punkt 24 Uhr! Komische Zeit. Elton und sein erstes Date. Kein Wunder, dass er schrecklich nervös zum verabredeten Treffpunkt ins Restaurant ging. Hoffentlich habe ich alles. Ein Strauß Rosen von der Tankstelle und ein Erfrischungsbonbon vorher gelutscht. Warum will sie mich nur so spät treffen? Egal. Hauptsache, sie kommt überhaupt. Das muss Myrna sein. Oh, sie ist ja so hübsch. Du bist Elton, richtig? Ja, da bin ich. Myrna, bitte setz dich. Danke. Diese Rosen sind für dich. Die sind ja schön. Danke. Elton konnte es kaum fassen. Diese attraktive Frau sprach mit ihm. Sein Herz begann immer schneller zu schlagen. Der Pfeil Amors hatte seinen Körper durchbohrt. In diesem Moment wusste er, sie oder keine. Elton redete und redete. Myrna hörte einfach nur zu und lächelte ihn dabei herzlich an. So ging es Abend für Abend. Sie trafen sich immer von 24 bis 1 Uhr nachts und wie im Fluge waren 3 Wochen vergangen. Aber bitte entschuldige, ich rede wie ein Wasserfall und lasse dich kaum zu Wort kommen. Doch bei dir fühle ich mich so geborgen und frei. Es fällt mir so leicht, offen zu sein. Ist doch in Ordnung. Ich höre dir gerne zu. Ach, Elton, du bist mir so sympathisch. Sag, möchtest du mit mir zusammen sein? Ganz offen? Und ob ich das will? Ich bin bei dir so glücklich. Geht mir genauso.
Ich weiß, meine liebste Myrna, das kommt jetzt ein wenig plötzlich. Aber am liebsten würde ich dich fragen, ob du mich heiraten willst. Ich wünsche es mir so sehr, mit dir auf ewig zusammen zu sein. Sicher? Auf ewig? Bin ich. Auf ewig. Elton, ganz der Gentleman, bot Myrna wie jeden Abend an, sie nach Hause zu bringen, da die Straßen nachts sehr unsicher waren. Schließlich wollte er ja nicht, dass seiner Zukünftigen etwas zustieß. Zuvor hatte Myrna immer abgelehnt, doch diesmal nicht. Weißt du, Myrna, du bist der Pfeil, der mich voll ins Herz getroffen hat. Ich möchte für immer dein sein. Ist das wahr? Das ließe sich machen. Du musst mir hoch und heilig versprechen, ewig bei mir zu bleiben. Das habe ich bereits vorhin schon so gemeint. Und ich verspreche es dir nochmal. So wahr ich hier stehe. Was kann es Schöneres geben? Na dann komm, mein Süßer. Wir sind da. Hier? Aber das ist der Friedhof. Was willst du ausgerechnet hier? Leider ist die Geisterstunde gleich vorüber. Da muss ich mich zu Hause einfinden, sonst gibt es Ärger. Geisterstunde? Ich verstehe nicht. Oh mein Gott, du wirst ja durchsichtig. Das lässt sich nicht vermeiden, Liebster. Ach, eines habe ich noch vergessen. Vergessen? Was hast du vergessen? Warum schaust du so komisch? Dich will ich nicht vergessen. Weißt du es nicht mehr? Du hast mir ewige Treue geschworen. Und du kannst nur an meiner Seite sein, wenn du ebenfalls ein Geist wirst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich löse mich auf, Mörder! Was geschieht mit mir? Hab keine Angst, Liebster. Du gehörst nun zu uns. Zu mir. Für immer und ewig. Ja, wir vermitteln Partner selbst für aussichtslose Fälle. Nein, es macht nichts, wenn sie einen Buckel haben. Absolut kein Problem. Wir finden für jeden den perfekten Partner. Auch für Sie. Das verspreche ich Ihnen. Hallo, Miss Humphrey. Oh, hallo, Robert. Haben Sie eine menschliche Partnerin für mich gefunden? Ja, ich denke, da habe ich eine nette, schüchterne Dame, die zu dir passt. Du kannst dich gleich morgen mit ihr treffen. Wunderbar. Sie wissen ja, menschliche Partner sind sehr begehrt in der Geisterwelt. Eigentlich wollen Lebende mit uns nichts zu tun haben. Wie schaffen Sie es nur immer wieder? Ich habe da so eine Methode. Keine Sorge, Freunde. Ich helfe auch euch. Wie ihr hört, werden immer wieder einige äußerst verzweifelte und teils hässliche Menschen mit diesem ganz speziellen Institut für Partnervermittlung in Kontakt treten und kurz danach spurlos verschwinden. Was aus Myrna und Elton geworden ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Komisch, oder? Aber so hat es sich zugetragen. Sie hörten
Die Braut aus dem Nichts, eine Biohazard-Studio-Produktion. Nach einem The Movies-Film von Marco Lubina, inspiriert nach einem Gespenstercomic. Es sprachen Günther David als Zombie-Taxifahrer, Michael Gerdes als Elton, Sirius Kestel als Barmann, Hartmut Breuer als Gast, Sandra Sanchez als weiblicher Gast, Joshi Hayek als Vermittler, Jan Baumgart als Billy, Hartmut Breuer als Taxifahrer, Kerstin Rappan als Miss Humphrey, Raffaela Otto als Mirna, Mario Giesler als Geist Nummer 1 und Markus Hake als Geist Nummer 2. Regie, Schnitt und Abmischung Sascha Leupold. Skript Martin Carter. Biohazard Studio Jingle Thomas Kräfter. Musik Thomas Kräfter, Henrik Bünk, Kevin McLeod, Incompetech. Soundeffekte www.freesound.org. Weitere Infos unter www.biohazard-studio.square7.ch oder www.gbb-media.de. Dieses Hörspiel ist kostenlos erhältlich und unterliegt der creativecommons.org. Ha 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 ha